So, hi. Ich möchte euch nochmal zeigen, wie man die Bilder bekommt, die man mit der Fotobox gemacht hat. Einmal gibt es natürlich die Funktion, die Bilder auszudrucken. Das habe ich in einem anderen Video gezeigt. Ich kann hier einmal kurz das einblenden. Da gelangt ihr zu dem Video mit der Druckfunktion. So, natürlich, es möchte nicht jeder die Fotos ausgedruckt haben oder zusätzlich möchte man die Bilder auch noch digital haben. Das heißt, ich stelle die bereit auf eine Online-Galerie. In der Regel 1 bis 2 Tage später bekommt ihr den Link von mir, den könnt ihr dann weiterverteilen an eure Freunde, Bekannte, wie auch immer, Gäste. Und da kann sich dann jeder die Fotos anschauen, runterladen und ja, wie er möchte. Was eine sehr schöne Sache ist, wenn auf dem Event WLAN vorhanden ist, kann ich die Bilder sofort online in eine Online-Galerie stecken. Sofort synchronisieren vor Ort. Gibt es dort kein WLAN, kann man auch noch eine Zusatz Leistung von mir buchen, und zwar, dass ich einen mobilen Hotspot mitbringe und dann kann ich die Bilder auch sofort online hinstellen. Dann hat man quasi auf der Party, auf dem Event, direkt die Bilder in einer Online-Galerie und jeder kann darauf zugreifen. Und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt mal einmal zeigen. Hier habe ich auf der Seite ein Schildchen angebracht. Oben ist ein QR-Code. Das ist der QR-Code für meine Homepage. Einfach ein bisschen Werbung. Sollte sich auf dem Event auch jeder einspeichern. Und der zweite QR-Code, das ist der Link für die Bilder in der Online-Galerie. Wie das funktioniert, ich denke, das wissen die meisten. Ich zeige es einmal kurz. Man braucht dafür einen QR-Code-Scanner. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Man hält die App hier vor den QR-Code-Scanner. Manchmal geht es, jetzt blendet es gerade ein bisschen doof. So, und jetzt hat das gefunden. Jetzt drücke ich hier auf Open. Kannst jetzt sehen. Ich halte es mal hier hin. Ich hoffe, man sieht es gut. Und schon landet man in der Online-Galerie von dem Event. Das ist das letzte Event, was gemacht wurde. Hier kann man die ganzen Bilder durchsehen. Man kann sie sich auch noch dann groß angucken. Ich gehe jetzt mal hier drauf, wo kein Gesicht zu sehen ist. Man hat halt hier, ja, man kann halt hier die Bilder dann sehen. In groß. Ja. Das ist eine super Sache natürlich. Ich finde es heutzutage ja, immer wichtiger, die Bilder sofort zu haben. Man hat überall ein Netz, jeder hat ein Smartphone, jeder hat seine Datenflatrate. Und das ist natürlich eine super Sache, direkt auf dem Event an die Bilder zu bekommen und die sofort zu verschicken, WhatsApp oder auf Facebook, wie auch immer, sich als Hintergrundbild sofort festzulegen. Ja, das war die Funktion zu der Online-Galerie. Tschüss!